Herzlich willkommen von der schönsten Ecke im Klimansland. Warst du bereit? Nee. Wenigstens sagst du es dann auch gleich. Einfach weitermachen lassen. Unser Herzstück. Der Teich. Der Teich. Noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg dahin. Nein, nein! Nein. 12 Euro kriegst du. Scheiße. Wir haben ein bisschen was getan, seit dem letzten Dreh, bisschen gebaggert, bisschen Folie reingelegt, bisschen Steine reingemacht. Wir machen jetzt die Pflanzen rein, wir machen hier Mineralstoff-Bigbags rein, ein paar Bakterien kommen oben noch in den Tank rein und dann drehen wir die Pumpe auf. Da haben wir schon ein bisschen aufgefüllt, Flachwasserzone ist flach, deswegen haben wir da noch ein bisschen Erde reingeworfen. Jetzt kommen da noch ein paar mehr Bambusstöcke rein, da kommen so Schwimmmatten rein mit Pflanzen drauf. Und dass die nicht aufs offene Meer hinaustreiben, wird das noch ein bisschen begrenzt. Ja. Das ist dann mein Part, wie ihr seht, habe ich die richtige Hose dafür an. Genau. Habt ihr Bock? Das Wetter spielt nicht mit? Also ich würde sagen, das fängt an zu regnen. Wir machen jetzt erstmal schlecht Wetter und trinken ordentlich Lumumba in der Spelunke und warten auf die Sonne. Was? Hier gibt es kein Schlechtwetter. Na gut, wenn es sein muss. Muss mal gucken, du sinkst da richtig tief drin ein. Ach du, ich war mit Knossi im Angelcamp, ich kann das. Hast du mal einen Arsch gut in Szene? Diese Koteletts, wie heißen die? Cluster. Cluster. Muss das damit dicht? Ja, ganz dicht, jetzt auch nicht, lückenlos. Die werden am Ende wahrscheinlich auch von den Pflanzen noch ein bisschen verdeckt, oder? Ja. Also das sieht jetzt irgendwie ein bisschen unsexy aus, aber wenn die Pflanzen dann da sind... Die Pflanzen, die wachsen nachher von alleine, die werden nachher ja so groß, ne? Da siehst du ja praktisch nachher gar nichts mehr. In der Anfangszeit ist das natürlich ein bisschen mehr zu sehen, aber irgendwann werden die so groß werden. Das ist sowieso das Fiese gerade an dieser ganzen Baustelle hier, es sieht einfach nur aus wie ein großes Dreckloch, vor allem jetzt im Regen. Ja, es sieht aus, als wären wir auf dem Hurricane und wir hätten ein riesiges Problem mit der Toilette. Da soll ja noch Terrasse hin, hier kommt eine Sauna rein. Wenn hier erstmal alles bepflanzt ist und alles grün ist und wir aus dem Matsch raus sind, dann sieht es alles besser aus. Schon mal eure Vorstellungskraft aktivieren. Mann! Sehe ich aus wie eine Seepflanze? Du hast dich deinem Umfeld sehr gut angepasst. Danke. Wir haben von diesen schwarzen Teilen eigentlich noch viel mehr. Wir haben nur ein bisschen Baustopp gehabt und in der Zeit, in der wir nichts gemacht haben, hat sich da eine Vogelfamilie eingenistet. Jetzt haben wir kommen nicht an all unsere Baustoffe ran. Da ist jetzt halt ein Vogelnest. Da müssen wir jetzt drum herum arbeiten. Wir können jetzt nur mit den Mitteln arbeiten, die wir haben. Wir haben hier verschiedene Steingrößen, verschiedene Körnungen. Das hier sind 5 bis 8 mm, das hier ist ein bisschen größer. Das ist so Mineralstoffgedöns. Das kommt jetzt in die Big Bags, da fließt das Wasser durch, wird gefiltert und die Big Bags können wir dann wieder rausheben und diesen Mineralstoff hier quasi tauschen. Das Grobe kommt nach unten. Genau. Und dann das Mittlere genau. Und dann das Feine. Richtig. Boah, ist ja einfach. Einfach, ne? Jeweils 10 Sack. Okay. Verliert so ein Mineral irgendwann an Leistung? Theoretisch ja. Aha, deswegen packen wir es da rein? Ja. Dann verkaufen wir am Ende die Gebrauchten bei Kleinanzeigen. Das ist ein Trick. Dann haben wir mit dem Schlauch ein bisschen rüber, dann wir grün wieder weiß. Raus damit. So, jetzt gibt Gas. Fall ich gleich mit rein. Und das ist ja auch eine Arbeit, ne? Du? Das ist eine Sauarbeit, ne? Wenn du überlegst, wie viele Tage ihr dabei sind gegen eine Chlortablette. Ja, du? Genau. Der checkt das vor. Ich sag ja, einer liegt ja heute noch drin irgendwo. Ey. Einen noch, wa? Ja. Wenn es einer mehr ist, ne? Passiert ja auch nichts, ne? Geh ja nicht kaputt oder in Luft aus oder die Polizei kommt. Das sagst du. Hast schon mal Anzeige gekriegt? Wofür? Matze? Wofür jetzt eine Anzeige? Ich weiß nicht, Schlägerei, Diebstahl, schwerer Raubüberfall. Körperverletzung. Körperverletzung? Ja, echt. Ich hab 3 Besoffene geschubst, zurückgeschubst. Ja? Ja. Und dann haben die dich angezeigt? Ja, weil sie war Anwältin.
Nein, ja. Aber eine besoffene Anwältin? Ja. Das ist ja Hollywood-Material. Ja. In meinen Augen ist sie eine Snitch. Was? Sie ist eine Snitch. Ja. 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 Weiß zwar nicht, was das ist, aber ich Snitch sag mal ja. Snitch ist jemand, der dich verfeift. Oh, nee! Oh, nee, du! Oh, Scheiße. Danke. Du willst nur nach Hause, ich kenn dich doch. Nein! Oh, das ist aber kalt. Finn, Finn, brauchst du Hilfe? Ich hab dir doch gesagt, was mir letzte Woche passiert ist. Hier an der Stelle nochmal ein kleines Rätsel an die Community. Bei welchem Dreh hat es in der Abmod genauso geregnet wie jetzt? Wenn du es weißt, bist du gut. Das sieht gut aus. Hallo. Hey, Seefahrer. Moin. Jo, wollen Sie hier anlegen? Ja, wenn möglich, würde ich ganz gerne an Sie spreiten. Ja, 1,80 die Nacht. Was holt man denn hier so raus? Makrele. Auf was angeln Sie denn? Aal. Aber immer aus Versehen Makrele dran? Ja, Aal und Brasse hoffe ich mir, ne? Brasse kannst du nicht viel mit machen. Doch. Greten bis nach Merten. Muss in die Fritteuse hauen, Junge. Hey! Das ist ein richtiger Seehund, ne? Ja, super. Fein, Junge. Fein, Junge. Moin. Moin, erstmal moin. Kommen Sie mal hoch, Junge, Mann. Sag mal, gesoffen wird hier nicht auf der See. Ich hab 2,4 Promille. Jo, super. Haben Sie ja gesagt. Ey, Sie dürfen nicht den Kapitän hauen. Nein, nein, Finn nicht. Finn, ich will weiter drehen. Nein, oh, ja. Hör auf, Finn, es reicht. Ja, okay. So, Brian, zeig uns deine Kraft. Die Community weiß, wie stark ich bin. Was soll ich noch machen? Ich bin gerade richtig warm. Soll ich den Schlauch aufheben hier? Kannst den Schlauch da noch rausziehen? Freiwillige Feuerwehr, 5 Jahre Training. Guck mal, Finn und Jeppy sind so gleich. Die kommen her und sauen sich einfach nur ein. Da hinten liegen Klamotten von Finn, hier von Jeppy. Irgendwo hingeschissen. Die beiden sind so gleich. Strongest man in the world, Brian Jacuzzi! Das ist eine Röhrichtmatte, die wird da drin ausgerollt. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie Rollrasen. Schau mal! Ich weiß nicht, ob ihr noch diese blauen Schleusen von früher kennt, für Kinder, wo man damit Wasser spielen konnte. Da habe ich meine Erfahrung her. Hier mal ein Bild, damit ihr euch das vorstellen könnt. Zurück zum Projekt. Schwertlilie. Weil es aussieht wie ein Schwert. Und für die Biene. Wenn sie blühen. Wenn sie blühen. Dass sie ein bisschen Halt haben hier, ne? So, jetzt habe ich einen Dreh raus. Wo sind wir denn hier? Ein bisschen aufreißen. Stecken. Oh, Alarm! Niklas! Warte, ich kann auch. Da geht's gleich ab. Guck mal, hier geht's gleich ab. Hilfe, ich bin hier noch drin! Achtung, Flutwelle! Draufstecken. Scheiße. Was? Guck mal. Gar kein Problem, haben wir repariert. Das ist der Notauslauf, um, wenn wir den Tank mal leer machen wollen. Der sollte nicht aus Versehen aufgehen. Aber die Rohre, die sind nur gesteckt und da ist halt richtig Zunder drauf. Guck mal, hier, da sind, wir schätzen so 3000 Liter Wasser drin. Die drücken alle darunter, hier rauf. Da ist ein Auslauf.
Das heißt, die müssen gut zusammenhalten, sonst werden die auseinandergedrückt. Das geht sehr schnell, haben wir gerade gemerkt. Haben wir aber gefixt. Ich weiß langsam nicht mehr, ob meine Hose dicht ist. Wolltest du noch ein bisschen mithelfen? Also alles, was ich jemals eingepflanzt habe in meinem Leben, ist eigentlich dope. Dope? Dope. Ach so. So, das heißt, ich mache mir immer dann so Mühe, auch im Teich und so, bei uns zu Hause, so richtig so speziell was irgendwie hingesetzt und so. Und es war immer eh dope. So wie da haben wir einfach reingeschmissen dann am Schluss. Aber Rosen und Seerosen sind auch was anderes, ne? Boah, das fühlt sich richtig gut an mit der Natur und alles. Finny. Muckin Schied. Macht dir das Spaß? Ja, ja, ne? Ich glaube, ich werde mal Seemann. Nee, aber du hast ein bisschen so einen Bezug hast du, ne, zur Natur. Ja, 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 hab ich. Du, ne? Ich bin der Typ mit zwei, drei Hochbeeten, ne? Was? Ich hab ein Hochbeet, Junge. Du hast Hochbeet, ne? Ja. Grundproblem ist, also erstmal habe ich jetzt wirklich einen Termin, aber das Grundproblem ist, ich hasse diese Naturscheiße. Ich mag in Werkstatt. Ich finde dieses ganze Ding mit Grün und die haben alle so ekelhafte Wurzeln, das ist nass. Aber warum machen wir das dann nicht einfach zu und machen hier eine Werkstatt hin? Ja, wir hätten auch eine große Metallmulde hinpacken können. Da kannst ich du komme da in der Natur einfach nicht, das interessiert mich nicht. Ja, aber warte mal ab, du bist der Erste, der hier einen Körper reinmacht und sagt, ist das geil. Darf man nicht Körper. Ja, du wirst es trotzdem tun. Du warst halt auch der Erste, der drin war. Bäh. Traust du dich, den großen Zeh abzulecken? Nein! 12 Euro kriegst du. Oh. Ich wollte so tun! Dein Zeh war in dein Nasenloch! Ihhh, da ist richtig was am Mund, ey! So, ich bin gleich wieder da. Oh. Guck mal, Bakterien. Aber sag mal, muss man die nicht regelmäßig jetzt füttern? Oder reicht die eigentlich? Das ist ja warm. Ja. Die bewegen sich. Oh. Kann man die essen? Kann man einen Schluck nehmen? Kann man, wenn die gären, kannst du da oben abstopfen, dass dann Hefe. Ist so, ne? Bakterien sind geil. Im Fachjargon heißt das, das sind die sogenannten sessilen Mikroorganismen. So, das sind die, die sich irgendwo anhaften. Ne? Also, wenn die sich hier festhalten, dann machen die das mit voller Power, ja? Das heißt, die haben jetzt gar keine Power mehr, um irgendwas zu rein. Die fressen doch den Müll. Die werden jetzt erstmal anfangen, sich zu vermehren. Also dadurch fressen sie ja auch. Sonst vermehren sie sich ja nicht. Und die fressen was? Grüne Algen. Die fressen ja auch die Schadstoffe, Schwebstoffe. Diese hier sind extra für B, das heißt, die werden in Kläranlagen auch eingesetzt. Am Ende ist ja alles total einfach. Es sind zwei Sachen. Es muss Sauerstoff rein. Ja. Pflanzen müssen Nährstoff aufnehmen. Und, genau, und Nährstoff muss raus. Genau. So. Sonst hast du die Algen fressen das dann auf. So, und das ist alles schon eigentlich. Und jetzt und das beschleunigen wir jetzt hier mit so ein bisschen mit einer Bakterie, mit Zellulit. Ja, im Prinzip ja. Hier kommt das Wasser rein, wird in die Richtung gedrückt, dann zirkuliert es in die Richtung. Und wenn es hier drüber steigt, also gleich ist es soweit, sobald es hier über die Kante geht, fließt es hier unten wieder raus. Es ist gleich soweit. Es ist gleich soweit. 3! Oh, lecko, schmecko! Nein, wir könnten jetzt sagen, läuft. Wir müssen noch ein bisschen an der Feinjustierung arbeiten. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Feintuning. Das Wetter ist nicht das geilste. Wir müssen hier und da noch mal einen Stein hinlegen, damit wir die maximale Breite von dem Zeolit ausnutzen und so. Das machen wir jetzt noch mal die Tage und dann sehen wir uns für eine richtig schöne Abmoderation. Und wenn es schon mal ein bisschen grüner ist, bei richtig geilem Wetter mit einem kalten Bier, bis bald. Also, es ist noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt den Filter testen können. Wie ihr seht, sieht das schon alles richtig gut aus. Die Pflanzen wachsen, es riecht gut, das Wasser ist sauber. Und der Teichfilter ist schon mal abgehakt. Es geht noch viel, viel mehr am Teich weiter. Und dann wird das hier die geilste Ecke mit der Spelunke im Klimansland. Also macht euch ready für noch ein paar weitere Projekte, die wir hier machen. Aber das hier ist schon mal abgehakt und hat funktioniert. Thank you.
Mhm.